So, wollen wir los? Alter. Also zu sagen, ich hab. Da sind schon wieder diese komischen Verpixelungen an den Seiten. Zu sagen, ich habe Tomaten auf den Augen, ist glaube ich dann noch irgendwie. Das ist dann noch nett gesprochen, ja. Ja, genau. So, wo war jetzt das Ding? Da hinten, oder was? Ja, genau, aber ich habe noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, wie gesagt, wie wir da in die Höhle reinkommen sollen. Irgendwie. Also wir sind jetzt, glaube ich, eh komplett falsch, aber. Wie wir in die Höhle reinkommen sollen? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gerade so nicht beantworten. Weil hier ist ja eine. Da gehe ich mal kurz runter, um zu schauen. Weil das war, glaube ich, eine. Okay, ich kann halt nicht gucken und runterklettern auf die Karte. Verdammt, da muss ich also komplett runterklettern. Ich glaube, die war sehr, sehr tief, die Höhle. Aber haben wir die nicht schon markiert mit grün oder so? Ja, genau. Für mich ging es jetzt eher darum, um die eine Höhle, wo wir reingeklettert sind, wo wir auf der Karte noch mehr gesehen haben. Wie war denn unser System eigentlich? Grün war, wir klettern rein und schauen rein, oder es war schon getestet? Grün sind wir schon reingeklettert. Okay, das heißt, die Grünen können wir sowieso dann ignorieren. Genau. Ich frage mich auch gerade, wo unser Hausboot eigentlich ist. Das war auf der anderen Seite. Und es war kein Hausboot, es war einfach nur ein Floß. Oder ein Floß, weil ich wollte schon sagen, wir sind doch hier schon herumgeschippert. Das haben wir, haben versucht halt irgendwie jetzt rauszufinden, ob es irgendwelche anderen Höhlen gibt. Und ich bin mir immer noch sicher, dass es die gibt. Wir könnten halt nochmal auf die andere Seite rennen, gucken, ob wir das Floß nochmal nehmen und dann nochmal ganz genau schauen, ob wir da irgendwas übersehen haben. Es muss irgendwo da Höhlen geben. Es gibt diese Inseln doch nicht umsonst da draußen. Kann mir keiner erzählen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eher dazu da ist, für. Dass man da nach dem Motto, warte, lass mal hier rüberlaufen, da haben wir die Karte noch nicht aufgelegt. Dass es dafür da ist, dass wir halt eine Base bauen können, zum Beispiel. Ich glaube, dass sie sich die Arbeit nicht gemacht hätten, sondern dass sie da halt irgendwas versteckt haben. Aber müssten wir halt nochmal schauen gehen. Könnten wir nach unserem Höhleneinsatz machen. Weißt du, was lustig wäre, wenn die ganzen Einstellungen, die ich geändert habe in der Aufnahme, jetzt dafür sorgen, dass es nicht mehr anderthalb Stunden, sondern drei Stunden dauert. Mein Leben könnte sich mal irgendwie auffüllen, das wäre irgendwie ganz nice. Hast du keine Medikamente mit? Doch, habe ich gerade genommen. Aber normalerweise füllt sich das ja auch, wenn du einen vollen Magen hast, oder nicht? Oder habe ich das mir falsch gemerkt? Ich habe keine Ahnung. Das ist schön. Das ist gut, dass wir uns so mit dem Game auskennen. Und tschüss. Bin runtergefallen. Boah, habe ich mich gerade von einem Ast erschreckt. Warum geht eigentlich immer dieses Feuerzeug dann aus, wenn man es nicht gebrauchen kann? Warum latschen wir eigentlich immer los, wenn es dunkel ist? Warum liegt da eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das sind gute Fragen. Das sind wirklich sehr gute Fragen. So. Das ist ja meine Behausung, die Welt nicht braucht, ne? Sieh. Aber irgendwas habe ich hier hinten entdeckt. Farbtopf. Cool. Jetzt können wir uns anmalen. Finde ich super. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt. Das heißt, wir laufen immer noch ziemlich am Wasser entlang. Wir hatten ja auch eine Taschenlampe, die braucht ja Batterien, ne? Sie. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Ich habe auch diesmal zum Glück nicht Aufnahme gestartet und nicht Stream. Wunderschön. Du bist halt so drin in diesem Stream, ne? Also von wegen Stream starten. Durch die ja, genau. Satisfactory-Thematik zurzeit.
So. Also hier ist wieder diese Ebergedönse wahrscheinlich. Das finde ich gerade sehr nice. Was ist hier? Ich brauche halt noch ein paar, oder wir brauchen noch ein paar Eber-Dinger, um halt Klamotten zu bauen. Ah, für die Wärme und so. Genau, damit wir hier auch durch die Gegend spazieren können, ohne uns einen abzufrieren. Weil dann müssen wir uns auch nicht jedes Mal ans Feuer stellen. Suchen wir jetzt gerade wieder einen Höhleneingang oder das machen wir gerade hier oben? Wir suchen jetzt gerade wieder einen Höhleneingang, ja. Aber hier war, glaube ich, keiner. Was ist denn eigentlich ganz, ganz oben? Im Norden von der Karte. Ganz, ganz, ganz weiß oben. Weiß ich nicht. Also ich frage mich auch, was hier links ist. Weil links ist nochmal wie so ein See oder so angezeichnet. Hatten wir nicht irgendwo ein Lagerfeuer hier mal aufgebaut in diesem Eisgebiet? Boah, das ist keine Ahnung. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Ja, die letzte Aufnahme ist gefühlt ein paar Wochen jetzt her, ne? Ja. Oh boy. Was ist? Wo? Irgendwas. Mann. Was folgt mir? Alter, das bist du. Das war ich. Da, Kütter. Also das lässt mich jetzt natürlich nicht kalt, dass der da kommt. Na komm. Mach den mal bitte nicht. Ich erfriere, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ich habe nur noch einen Fall. Okay, dann lass mal eben kurz in die Wärme zurück. In die wärmere Region ist es ja. Weil irgendwas ist fast jetzt so über uns nochmal. Weil hier sollte das Frieren aufhören. Ist immer noch kalt. Ja, wir können sonst auch eben Lagerfeuer bauen. Oh ja. So. Bin ich erstmal ja, vollgefressen. Sehr gut. Bitte nicht ins Feuer laufen. Ach, jetzt würde ich das tun. So, wo wolltest du jetzt hin? Über uns, hast du gesagt, ist irgendwas. Genau, im Norden haben wir nochmal so ein, wie ein See oder so ein Loch oder keine Ahnung, wo so ein Strich hinführt. Irgendwie schon wieder Geräusche. Gut, ich laufe dir einfach nach. Ja, warte, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Wärme hier reinmachen. Und ein bisschen Essen in meinen Magen reinmachen, so. Ein Schlückchen trinken. So, wollen wir dann gucken gehen? Ja, ich bin hinter dir. Du siehst weird aus, du hast ein rotes Gesicht. Ja, du siehst weird aus, weil du hast immer noch deine Atemmaske vom Schwimmen an. Dir gefällt wohl die normale Luft nicht, ja? Nein, muss alles gefiltert werden. Oh, Eichhörnchen. Aufmerksamkeitsspanne wie ein... Sorry, okay. Wie ein Goldfisch. Sagt er und prügelt auf den Vogel ein. Ich habe gleich keine Stamina mehr, das heißt, ich muss kurz mal warten. Du kannst hier sonst auch eine Cola reinpfeifen. Ja, könnte ich auch machen. Okay, das ist wirklich ein See gewesen. Nein, nein, das ist immer noch ein See. Ja, oh, oh, scheiße. War nicht nur gewesen? Wo hoppelt er denn hin? Die Hoppelhase. Boah, ich bin so am Frieren. Wir können rein theoretisch nochmal ein Lagerfeuerchen hier aufbauen.
Sollte auch bald wieder Tag werden. Irgendwas kickt mich schon wieder. Die Kälte. Ja. Wohin jetzt? Erstmal ein Lagerfeuer, warte. Friere ich schneller als du? Oder bilde ich mir das nur ein? Hm? Friere ich schneller als du? Ich glaube nicht, nein. Also ich habe gerade auch, ich bin ja später als du. Links ist ein Kaninchen, Tobi. So. Kurz was erschossen. Wo ist ein Kaninchen? Der arme Vogel. So, warte, ich kann ja den Vogel jetzt auch mal auf das Ding packen. Fleisch muss sein und so. Alter. Drei Pfeile für einen blöden Vogel. So, soll ich auch was draufpacken? Ich hab noch Raw dabei. So, gefuttert ist das auch. Dann mache ich mir jetzt auch nochmal schnell ein Fleisch und dann gehen wir weiter. Genau. Weil hier sieht es auch nicht irgendwie spannend aus, wo man hingehen könnte. Es muss doch irgendwie ganz oben was geben, oder? Es sieht doch im Norden so aus, als würde sich da irgendwie so ein Weg da oben hin formen oder so. Ich glaube, das ist die Abgrenzung für den Schneebereich. Glaubst du? Ja, wir können ja einfach mal gucken. Ich glaube, dass da oben irgendwas in der Mitte ist, da trifft sich so viel. Also wir müssten jetzt mehr oder weniger nach Osten. Nach Osten. Ja, dann let's go. Na dann. I.O. let's go. Soll ich den Kompass rausholen oder? Ich schaue einfach zwischendurch mal auf die Karte. Könnte sich vielleicht mal irgendwie mein Leben erholen. Hast du Medikamente nicht eingeworfen? Ja, habe ich jetzt nochmal gemacht, aber geht's auch wieder. Weil hier ist jetzt die Eingrenzung mit dem Wasser. Oder wir sind Bergen aus der Kälte so? Raus, ja. Richtig? Ja. Ja, noch nicht ganz. Bei mir sagt er noch an, ich bin nass. Es hat ja andere Gründe. Von wegen, du bist nass, du solltest dich wärmen. So. Na, jetzt müssen wir nach Norden hoch. Ist da unten vielleicht irgendwas? Alter, was ist das? Läuft da was oder sind das die Bäume? Die Bäume. Alter, ich hab gedacht, da läuft irgendwas. So, in den Norden weiter, ne? Ja. Das geht dann hier auf den Berg rauf. So. Und jetzt bin ich komplett falsch da lang müssen. Und dann ist das hier einfach nur so eine Mündung mit Wasser. Ich hab einen Wildschwein. Nice. Geschossen. Wir müssen generell mal gucken, wie viel Wildschwein und sonstiges wir brauchen für die Klamotten. So, also da hast du gesagt, da gibt's nichts, oder wie? Nee, da ist nur Wasser. Schade. Gut.
Oh, ich habe das Geld verbrannt. Weil wir haben auf jeden Fall ja auch schon die so eine Eingangskarte gefunden gehabt. Hörst du auch ständig um welche Flöhe husten? Immer. Ich habe jetzt mal zweimal Fleisch draufgepackt, so kleineres. Und das große behalte ich mir mal. Für aber langsam sieht so aus, als ob die Sonne rauskommt. Ja. Aber das ist ja wurscht. Ich habe ja meinen Sonnenschein immer die ganze Zeit bei mir. Oh. Oh, ja, oh, danke. So, gut. Ich glaube, dann haben wir es. Also, da haben wir jetzt nichts gefunden, aber es kann nicht sein, dass da oben nichts ist. Das ist ja, das kann nicht sein. Also ich schaue mich mal kurz nochmal um, vielleicht sehe ich einen Eber. Meister Eber? Meister Eber. Da hinten ist ein Eber. Oh. Oder? Ist nur Felsen. Entschuldigung. So, warte, jetzt gehe ich mich nochmal aufwärmen, bevor ich wieder loslatsche. Verstehe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir? Riefel, Wildschwein. Kombinieren. Wärmeanzug. Wir brauchen 4x Eber, 4x Reh. 6x Reh. Ein Hase, 2 Stoff, 2 Seil. Und noch irgendeins, was ich gerade nicht zuordnen kann. Ich kann das irgendwie nicht glauben, dass es hier nicht weitergeht. Dass da nichts sein soll. Das kann ich nicht glauben. Ich will es nicht glauben. Das ist bestimmt der Designer, der wieder aus dir spricht. Ja, irgendwie macht es Sinn, dass hier was ist. Dann ist da nichts. Macht mich wirr. Und es hat, glaube ich, nichts mit Designer zu tun. Ich glaube, ich habe da einfach nur irgendwie so ein bisschen ein Fetisch? Eine Macke. Man wird einfach, glaube ich, ein bisschen schrulliger, je älter man wird, glaube ich. Da fahren sich so ganz komische Sachen fest. Okay, ich habe hier was gefunden. Ich habe ein Lager. Ich habe dort auch ein Lager gefunden. Hätte ich gehofft, dass man vielleicht irgendwo noch einen Eingang findet, aber... Ich verstehe nicht, warum ich von denen nicht die Sachen nehmen kann. Also die haben so schöne Wintersachen. Okay, du bist im Lager und ich bin dann auch so im kleinen Zelt gewesen. Ich komme mal zu dir. Und ich bin gerade auf dem Weg zu dir, das ist sehr schön. Machen wir den fliegenden Wechsel. Bei mir gab es halt nichts.